Hörst du mich? Millen, hörst du mich? Ich höre dich. Ich habe Kids Malware umgangen. Schick mir die Codes. Schnell. Okay, ich lade jetzt hoch. Perfekt. Jetzt müssen wir uns nur noch in den Hauptrechner des Saint-Michel-Damms hacken und... Auf frischer Tat ertappt. Schamlose Errohresten. Nee. Hey. Nach all dieser Zeit noch immer auf der Verliererseite. Können wir uns? Du warst eine der besten Gedächtnisjägerinnen. Ganz klar. Vielleicht die beste. Aber so eigensinnig. Und was kam dabei raus? Eine Verbrecherin. Gejagt, den Kopf voller Löcher. Politische Ideale? Wie schrecklich altmodisch. Spuckst du immer so rum? Oder nur, wenn du auf Sendung bist? Du warst ja schon immer ein großspuriges Großmaul. Wird das schön. Zeit für die Christmas Show! Yeah! Ich bin heute die Hauptattraktion. Booyah! Game of Life. Aber es hat was. Ja, bei dir sieht es so einfach. Keine Regeln, keine Faulen. Okay, weißt du was, mein Freund? Ich glaube, ich mache eine Raserei. Bam. So, zack. Nimm das Arschloch. Okay. Ich will dir zeigen, was Kids Hammer kann. Ich will nicht sehen, was dein Hammer kann. Was macht er jetzt? Nummer 1! Boom! Now so! Magst du dein Weihnachtsgeschenk? Oh, und wieder 3 Millionen Zuschauer! Nein, 3 Millionen Leute! Okay, Überraschung. Raserei. Komm. Komm. Autsch. Autsch, hey. Bei dir sieht es so einfach. Ja, ich muss hier gerade mal ein bisschen aus der Reichweite von dem Typen. Nein, lieber nicht. Ein Geschenk von dir. Komm schon. Ja, mit Hilfe der Sensenraserei, ja, super. Bam, ja, komm. Hast du dein Weihnachtsgeschenk? Autsch! Okay, komm, dann aufs Maul, hey. Bams! Bams! Und zack! Oh, hübsches Ding! Mit dem Knie in die Fresse. Gut gemacht, Mädchen.
bist nun im letzten Teil der Show. Oh, der letzte Teil der Show. Ausgezeichneter Vorschlag. Es ist Zeit für Tod im Nu! Los! Schon! Hab nicht mehr da! Was kommt jetzt? Pfeffer in die Fresse. Keine Regen, keine Frau. Und wieder 3 Millionen Zuschauer. Komm her, lass dich gehen. Bam. Hilfe, auf. Hey, Kid! War das alles? Au! Boah! Der verminte die Gegend, der Arsch. Das hast du gespürt. Okay, gleich haben wir wieder eine Aufladung. Von mir kriegst du auch was. Ich hoffe, du freust dich drüber. Komm, gib ihm, Nillen. Schon sagen, die hat Mumm. Komm aus dem Knie. Bam. Sonst machst du nicht lang. Mauso. Magst du dein Weihnachtsgeschenk? Nee, du. Ist nicht so geil. Sie will eine Show haben. Bitte sehr. Yeah. Ja, komm. Also die Kamera ist teilweise... Das ganze Jahr in Ruhe. Pfeffer in die Fresse. Keine Regeln, keine Frauen. Hopp. Okay, jetzt Sense in Reiserei. Na komm, aktivieren. Und hau ihm. Schlag ihn halt! Was soll denn das? Schon sagen, die hat Mumm. Also bis zum bitteren Ende, wie? Sie will eine Show haben. Bitte. Ey, nein! Der hat mich niedergehauen. No. Bin ich jetzt wenigstens Phase 3 gleich? Ja, immerhin. Okay, komm. Oh Gott. Nicht genug Fokus. Jetzt? Nein, immer noch nicht. Aber jetzt, so. Jetzt kriegt er. Ich brauche kein Geschenk von dir. Kick halt weiter. Ah, okay, terminieren. Ach so! Oh Gott! Bei dir sieht es so einfach! Komm aus dem Knick! Sonst machst du nicht lang! Komm! Das machst du! Also das ist echt... Ja, komm, Rolle. Ja, komm, ja, jetzt aber. So. Bams. So, jetzt terminieren wir ihn. Und, was kommt jetzt? Was? Nein, Kick! Das ist ein Kick! Oh! Also, das ist mal wieder richtig lame. Sowas mag ich an Spielen. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
TE-Events, also Time-Events, um den Kampf zu beenden. Das ist richtig lame. Oh, sag mal. Ja, super. Also das ist richtig. Das Spiel verliert gerade richtig Punkte. Muss ich sagen. Und wieder 3 Millionen Zuschauer. Also bis zum bitteren Ende, wie? Ich brauch Fokus. Ja, danke. Ja komm, hab ich's jetzt hier. So. Kling. Meine Regeln. Ja, dann greift sie nicht mal an. Was ist denn das hier? Ich hab grad ein bisschen die Schnauze voll. Komm, fick dich, Arschloch. Fick dich, fick dich, fick dich. Dann der Kamera, hä? Hey. Ja, ich geb dir auch gleich Pfeffer in die Fresse, Mann. Kick! Ja, komm! Ein Geschenk von mir! Das ist doch hier nicht wahr, oder? Bam, so. Sie will eine Show haben. Bitte. So, jetzt hier. So, nächster Versuch. Achso, das ist Ausweichen. Ach man. Das tut gut. Komm aus dem Knick. Sonst machst du nicht lang. Ja, genau. Das ganze Jahr. So. Ja, komm. Verstehst du nicht? Bleib unten! Das hat gut für ihn. So. Bei dir sieht es so einfach. Ja, komm. Arschloch. So, nächster Versuch. Und ausweichen. Und Kick. Und jetzt hab ich's. Nach all diesen Jahren. Noch immer auf der Verliererseite. Yay, schöner Flame. Felix, ein schöner Flame zum Ende. Nicht hier. Nicht vor meinen Fans. Bam. Erledigt. Nein, das überlassen wir. Lass uns reden! Ich geb dir. So, Erinnerung überlastet. Jetzt habe ich seinen Handschuh geklaut. Jetzt kann ich schießen. Tja. Programm unterbrochen. Please wait. Please stand by. Oder forgive us for inconvenience. Millen, dank der Codes, die du mir geschickt hast, beginnt der terroristische Gegenangriff in wenigen Minuten.
Nutzt die Verwirrung, um hinaus und zum Slum 404 zu gelangen. Wieder ein Slum. Und ihre Sensoren bestätigen. Feuerfrei, achte jedoch auf die Überhitzungsanzeige. Bam, so, das nächste Ding deaktivieren. Das deaktivieren. So, bling, da ist die Nottür. Jetzt darf ich also auf Sachen schießen. Bling, so. Ich bin Lillin. Dieses Mal erinnerst du dich an mich. ja. Weihnachten ist vorbei. Heute Morgen um 10.47 Uhr heulten in der ganzen Stadt die Sirenen, als der Saint-Michel-Damm plötzlich brach und sich mehrere Milliarden Liter Wasser aus dem Saint-Louis-Stausee in den stillen Bezirk Saint-Michel ergossen. Wie diese Sensen-Bilder zeigen, verschlang die gigantische Welle alles auf ihrem Weg. Das Ausmaß der Katastrophe ist derzeit noch nicht bekannt. Doch die Neopariser Behörden sprechen bereits von Dutzenden Toten und mehreren hundert Vermissten. Auf der anderen Seite des Damms blieb das plötzliche Sinken des Wasserspiegels nicht ohne Folgen für die Bewohner von Slum 404, ein Viertel, das für häufige soziale Unruhen bekannt ist. Dieselbe Einheit wurde sofort in das Gebiet entsandt, um mögliche Unruhen im Keim zu ersticken. Tatsächlich wurde durch den nun leeren Saint-Louis-See die Isolierung der Bastille-Festung aufgehoben, wo die gefährlichsten Kriminellen von Neo-Paris einsitzen. Bleiben Sie dran, wir bringen mehr. Mhm. Das war also sein Plan. Verschließt du die Türen vor allen Fehlern, bleibt auch die Wahrheit draußen. Mit den Architektencodes, die ich gestohlen hatte, sabotierte Edge den Saint-Michel-Damm und überschwemmte die Komfortburg. Er meinte, jenen, die nur an ihre eigene Bequemlichkeit dachten, sei es recht geschehen. Warum habe ich getan, was er wollte? Ich hätte die Stadt verlassen können. Und mir woanders ein neues Leben erfunden. Aber ich wollte wieder Staatsfeind Nummer 1 werden. War es Teil dessen, was ich bin? Haben wir den Ausgestoßenen von Slum 404 Gerechtigkeit gebracht? Oder hat mein Handeln zusätzliches Leid verursacht? Nur Militante glauben, der Zweck heilige immer die Mittel. Edge sagte mir, mein Gedächtnis würde seit meiner Verurteilung in der Festung Bastille verwahrt. Ich muss dorthin und mein wahres Ich finden. Der einzige Weg in die Bastille führt durch das Gedächtnis von Johnny Greenteeth. Ein schräger Vogel aus Slum 404. Einziges Problem, keiner weiß, wer er ist und wo er sich versteckt. Dann müssen wir ihn wohl finden. Starke Spannung, tiefer Ausgang. So, aber hier machen wir erst beim nächsten Mal weiter. Ich werde jetzt hier wieder eine Aufnahmepause machen. Tommy hilft dir, in die Bastille zu kommen. Geh wieder zu seiner Bar. Hätte er das nicht heute Morgen tun können, als ich dort war? Nein, wir mussten erst die unteren Ebenen von Slum 404 trockenlegen. Du hast alles geplant, wie? Yeah, so. Jetzt, wo wir das geklärt hätten, dankeschön. Ich werde jetzt für heute Schluss machen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann nehmen wir hier auf. Ich werde jetzt immer einen Block auf einmal aufnehmen, ein so ein Kapitel. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.